Da sind wir schon wieder da zurück. Ach, guck mal, meine Drohnen entleeren sich hier gleich bei Kain. Schön. Werden mir wieder alle möglichen Sachen aus meinem Zug geklaut. Sei froh, dass sie seine Kisten nicht abbaut. Ja. Oh, was fehlt denn euch da oben schon wieder? Okay, diese provisorische Anlage ist langsam echt nervig. Ich komme gleich kein Kettensignale. Elektronische Schaltkreise. Ah, Eisenplatten fehlen. Okay. Sag doch bitte erscheinen. Das ist immer so eine Sauerei. Das ist nur für denjenigen eine Sauerei, der einfach pervers im Kopf ist. Ich kann da nichts für, wenn ihr alle immer so versaute Gedanken habt. Bei uns früher hat man mal gesagt, die Sau ist immer die, die sich dabei was denkt. Ja. So. Halt, das kann man noch reinschmeißen. Ah, habt da viel Spaß wieder. So, was kann ich gegen dich tun? Wie mein Chef immer sagt. Stahl, Eisenzahnrad und Eisenplatten. Wieso brauchst du nur einmal Stahl? Also ich kann dir, wenn, alles auf alle Warenhäuser geben. Ich kann nicht sagen, in ein Warenhaus. Nee, ich sag ja nur, was ich angeliefert haben möchte. Einmal ein Stahlzahnrad, einmal ein Eisenzahnrad und einmal möchte ich eine Eisenplatte angeliefert kriegen. Okay. Haben wir hier Kombinator. Türmenge ist ein Warenhaus. Oh nein, nicht da schon wieder. Da. Hä? Kombinator. Traktor. Dementor. Kopier ich mal kurz das da hier. Oh, das sind wie die Büchse der Pandora geöffnet. Lerne dich zu artikulieren. Er muss nur mal seine Blacklist auffrischen. Was ist los mit euch? Ich hab da nichts gesagt. Oder macht er nicht. So, Eisenplatten hast du gesagt? Genau. Eisenzahnrad? Genau. Na, wo ist es? Das war hier irgendwo. Und Stahlplatten. Genau. Nee, Stahlzahnräder. Stahlzahnräder. Und für den unteren hätte ich gerne den Schmierstoff. Schmierstoff, Schmiermittel. Den Schmierstoff, du alter Schmierfink, du. Schmiermittel, Also du sollst ihm ein bisschen Vaseline anliefern. Anlauf statt Gleitgel, Kollege. Machen wir auch einfach. Ich arbeite gerne einfach mit diesem Wert hier und da sind es nicht 120.000, sondern 75.000. Ah, aber nicht Stapel, sondern wo ist es? Ja. So, das ist heute jetzt nicht kurz. Okay, hier ist noch nichts verkabelt. Da ist auch noch nichts verkabelt. Hä? Bin verwirrt. Warte mal, das geht hier drauf. Ja, ich könnte jetzt hier für den Zugstau sorgen. Ich frag's noch schon mal vorher. Was? Wo Zugstau? Bei Schnaps. Warum? Weil ich jetzt hier wegmache und einen Wartebahnhof hier baue. Ach so, ja, alles gut, alles gut. Positiver Zugstau. Kein, das darfst du nicht machen. Was denn? Du hast hier beide Signale miteinander verbunden. Da ich ja die Anforderung auf eine Lampe geben muss, wenn ich das jetzt anschließe, dann sind auf beiden Bahnhöfen die gleiche Anforderung drauf. Achso, dann machen wir. Also das muss auf jeden Fall getrennt sein, alles. Gut, dann gehe ich nämlich jetzt hier erstmal auf den hier und auf die drei Warenhäuser, Das ist schon verkabelt, da oben rechts. Hä? Folge mal den Fließbändern und dann... Warte mal. Da steht die drei bei Batterie. Warte. Du sagst, es ist verkabelt? Ja. Stell dich mal einfach auf das Fließband und lass dich treiben. Du kommst automatisch da an. Ja, aber ich sehe hier nirgends eine Verkabelung. Ja, doch. Da ist eine Verkabelung. Ja, aber die ist verkabelt im unteren Bahnhof, nicht mit dem oberen. Nö, die ist auch mit dem unteren. Also mit dem oberen verkabelt. Wenn du drauf gehst. Geht nach unten weg. Ah, das ist da. Jetzt. Okay, dann musst du hier unten halt das hier noch auftrennen, ne? Das machen wir ganz einfach und zwar in Rot. Okay, dann schließe ich das jetzt einfach hier an. Fupp. Und dann gucken wir mal, was passiert gleich. So, hier ist das rote Kabel. So, es sind zwei Züge schon mal unterwegs. Fupp, rote Kabel ist jetzt auch angeschlossen. Ich hoffe, den Bug, dass das rote Kabel bei LTN nicht funktioniert, den gibt es nicht mehr, ne? Ne, kann man inzwischen anschließen, wie man will. Okay, hast du mir noch ein paar rote Kabel?
Voilà. Beziehungsweise, ja genau, das sollte jetzt eigentlich so hinhauen. Gucken wir mal. Ah, Schmiermittel ist glaube ich immer noch nicht. Oder? Schmiermittel haben wir... Ne, Schmiermittel kommt noch keins. Das fehlt noch. So, drei Züge, jetzt gucken wir mal. Der eine Zug steht bei Eisenzahnrad ab, der andere ist in der Eisenplattenschmelze und der ist auch bei Eisenzahnrad ab. Was haben wir hier eingestellt? Maximal drei Züge. Wie viele Wartebereiche hast du? Du hast 1, 2, 3, 4, 5, 10. Du hast 4 Bahnhöfe. 3, 4, 6, 3, 6, 9, 12. Ja, dann dürfen wir nicht mehr wie 3 hier einstellen. Sonst kann es passieren, dass mehr Züge kommen, wie wir hier verarbeiten können. Oder halten können. Okay, du hast es verkabelt nach da oben. Du hast da die drei Warenhäuser hier oben. Okay. Bin ich mal gespannt. Das will ich mir jetzt angucken hier. So, der erste Zug ist schon mal unterwegs. Der zweite Zug, der Eisenzahnradzug, ist auch unterwegs. Blöderweise kommt jetzt kein Stahlzahnradzug, sondern nochmal ein Eisenzahnzug. Der war schneller am Anfordern, wie es aussieht. Jetzt muss ich hier bei Schnaps erst den riesen Wald wegroden, hey. Oh, da kommt der Eisenzahnrad. Durchgeschossen kommt der hier. Jawohl. Ach, du sortierst ja hier schon? Ah, okay. Ja, so ein bisschen, falls das Lagerhaus einfach mal voll wird, weißt du? Okay, warte mal, ich mach mal hier, dass es ein bisschen flotter geht, beziehungsweise. Boah, genau so viel habe ich im Inventar, wie ich hier gesetzt habe. So, der nächste Zug, der steht ganz komisch hier drin. Warum steht der da hinten? Warum ist hier ein Kettensignal mittendrin? Hä? Ach, ups. Warum hast du eine Maske auf? Und warum nicht der Stroh? Habe ich falsche Signale gesetzt? Ja, da brauchst du, also mitten im Bahnhof würde ich keine Signale setzen. I'm sorry. Ah, du hast überall Kettensignale gesetzt. Also der ganze Bahnhof besteht nur aus Kettensignalen. Also du brauchst eigentlich nur ein Kettensignal am Anfang und am Ende, nicht dazwischen überall. Ja, ich glaube, ich hatte gerade das gesetzt, was ich da hatte. Muss man noch korrigieren oben, aber das machen wir später. So, da kommt jetzt Eisen durchgeschossen. Oh, hier wird sortiert, wie man sieht. Ach, sieht immer wieder schön aus, wenn sich Fließbänder füllen. Pupp. Das Ganze geht nach rechts. Theoretisch müsste doch dann jetzt schon mal die gelben Fließbänder gleich loslegen. Ja. Ja, da geht's auch schon los. Die hüpfen dann hier rüber in die rote. Die rote Anlage sollte dann auch schon produzieren können, weil die hat ja auch, braucht ja nur Eisenzahnrad. Das haben wir. Und ja gut, Schmiermittel fehlt halt leider für die blauen, schade. Aber zumindest haben wir jetzt schon mal die roten. Die hier dann. Die werden aber nirgends eingelagert, kann das sein? Warte mal. Falsch. Läuft hier falsch? Hm? Was läuft falsch? Scheiße, ich hab einen Dreher drin. Na egal. Hä, wieso? Kein Dingshauptprodukt. Da sollte ja Zahnrad, ne? Ja. Ah, ist die Sortierung falsch? Hätte nach rechts Zahnrad sollen? Ja, das war mein Fehler. Ah, okay. Dann drehe ich doch mal ganz kurz hier. Oh, wobei, nee, ich darf nicht drehen. Wo messen wir? Wir messen da oben. Nee, ich darf nicht drehen. Es muss oben reinlaufen, sonst... ich schalte nochmal das Ding aus. Ja. Die Anforderung. Puh. Der muss da rein. Okay, aber aus irgendeinem Grund kommen keine... Also es wird immer Eisenblatt und Zahnrad geliefert. Haben wir gerade keine Zahnräder? Keine Stahl?
auch im LTN drin, oder? Mal kurz gucken. Oh, ist nicht drin. Habe ich schon wieder hier. Ah, wieder der Bahnhof nicht angeschlossen. So eine Kacke. Fehlt da wieder dieses eine berühmte grüne Kabel? Dieses Hurenkabel, nenne ich es liebevoll. Warte, das kann ich doch bestimmt von hier kopieren. Wenn ich das so mache. Weiß doch, dass nee, da fehlt ja auch. Oh Gott, das fehlt ja da auch. Okay, warte, wir kopieren es mal. Nein, wenn ich es kopiere, dann überschreibe ich den Bahnhof. Mal so. Mal gucken, ob das klappt. Ja, das klappt. Sehr schön. Okay, das ist Und da war wieder jemand schneller, weil er gedacht hat, er muss es machen, damit ich nichts zu tun habe. Hat mich jemand wieder geärgert. Was nicht diesmal. Ach nee, halt, ich bin am falschen Bahnhof. Wo war ich gerade? Warte. Stahlzahnrad. Zack. So. Erstmal rumpuppen, erstmal die anderen anscheißen. Hier. Natürlich, ja. Hallo? Typisch. Hallo, typisch. Schnapsi? Das ist doch logisch. Ich wollte gerade sagen, erster Tag mit Dossi heute, oder? Nee, ich muss es mal erwähnen, falls mal neue Zuschauer dazukommen und sowas. Der ist noch weg. So ist auch unser Diktator, Imperator. Ja, genau. Ne? Zuckerbrot und Peitsche. Zuckerbrot und Peitsche. Du kriegst Zuckerbrot? Nicht? Solltet ihr euren Arbeitsvertrag besser lesen. Arbeitsvertrag. Ach so, darum stockt das hier gerade. Ich wundere mich gerade, es hat einen Zug mit Ziel nicht erreichbar. Also ich habe zu wenig Signale, das ist das nächste, aber Ziel nicht erreichbar, gut. So, das war alles falsch, hier, ne? Gleich erledigt. Ja, alles gut. Was ist? Ja, das Eisen hier war falsch, ne? Ja. Ach du Scheiße. Halb so wild. Nein, ich bin voll. Aber ich weiß doch schon, welche Anlage hier Eisen verlangt, oder? Oh, nö, da hat jemand nachgelegt. Pop. In der alten Basis habe ich vorhin aufgefüllt, wenn du das meinst. Ja. Aber ich sehe gerade, ich muss nur mal Stahlzahnräder sind mal wieder leer. Das ist unglaublich, was man da an Stahlzahnräder reinschießen kann. Also ich bin echt gespannt, wenn die Stahlzahnräder bei Kain reinkommen und dann das Schmiermittel kommt, um das zu verbrauchen. Wie schnell die Stahlzahnradproduktion leer ist und die Stahlplattenschmelze leer wird. Bin echt gespannt. Die Flugs im Keller. Ich bin echt gespannt. Ah ja, top. So, jetzt muss ich nur noch hier umbauen. Jetzt muss ich schnapp sein komplettes Signalchaos umbauen. Heißt hier Chaos. Na, Chaos halt, ne? Das ist geplant. Marines? Chaos ist ein Letter? Chaos. Keine Marines. Gar nicht, Marines. Wir machen sowas. Zahnräder voll. Mal STRG-C? Ne, Shift-C war es, ne? Ha! Macht man nämlich auch Platz im Inventar. Ich hoffe, du bist mit dem Wartebahnhof zufrieden. So. Wenn ich da Sprech gehabt. Das passt auch. Das kann man anschließen. Jawohl! Die roten Fließbänder laufen. Zumindest hier. Chaosbeseitigung. So, passt, oder? Muss ich noch gucken, wo meine Gelb fließt. Also Eisen, also Gelb wird... Oh, hier fehlt irgendwie ein Tunnel, oder? Ah! Beziehungsweise hätte ich hier... Oder hier oben hätte es wahrscheinlich anschließen sollen, oder? Ah, ja. Aber wie ist denn das andere dann leer? Warte mal. Moment.
Hier ist etwas merkwürdig. weil hier. Das ist ein Abnehmfließband. Oh, ja. Das. Ah, nee, die Greifer sind falsch rum. Oder? I'm very confused. Die Greifer waren falsch rum. Ah, und hier sind auch noch. Noch Zahnräderchen noch drauf. So. Dann läuft das auch. Dahin. Anforderungsbahnhof ist immer noch mit massenhaft Eisenzahnrädern voll. Ja, wobei jetzt fehlen uns Stück gut Züge. Ja, oh, gar nicht so wenig, ne? Nö. LTN ist. Ah, wieso staut sich denn das jetzt hier? Das ist doch total dämlich. Was machen denn die da? Das läuft. Ah, guck mal hier, die roten Fließbänder. Ist das nicht schuld? Da sind meine Signale nicht schuld dran. Yay. Ausnahmsweise nicht, ne? Ich hab zwar auch gerade einen kleinen Zugstau, aber nur weil ich mein Warenlager für die Filterproduktion kurz auffülle. Guck mal, wie viele rote Fließbänder hier jetzt kommen. Aber dein Wartebahnhof steht. Schnaps. Super, danke sehr. Bitte. Rechnung voll. Deswegen kommen wir keine. Ich sollte vielleicht auch mal ein paar Mästen noch wieder setzen, aber ansonsten. Reicht die eine Anlage hier? Ja, sollte. Ah ja, gut, das Fließband ist zu langsam. der untere Bereich kann er. Oh, weißt du, was du hier machen kannst? Was denn? Ich muss gerade den Hotkey überlegen. F? Nee. Wie war das mit den Fließbändern nochmal? Mit den Greifern? Weißt du gerade jemand den Hotkey? J, Steuerung J, Shift J. Steck, glaube ich, da, wenn du über den Greifern gehst, meine ich. Umschalt L. Ja. Umschalt L. Ah! Hier, siehst du keinen? Dann können wir beide Seiten benutzen. Wenn wir jeweils einen roten immer. Weißt du, ich meine? Ja, ich gehe mal hier die Reihe kurz durch. Ja, ich kopiere mal das hier, das ist ja. Was? Die Einstellung kann man nicht übernehmen? Doch. Doch, geht. Darin einfach dann mal nehmen. Welchen habe ich denn hier genommen? Den oberen, okay. Obere für außen, der andere für innen. Ja. Kann man das theoretisch kopieren? Das müsste irgendwie gehen, wenn ich das hier unten drauf setze. Schalt L. Ah, hier oben ist auch noch Greifer falsch rum. Oh, passt. Bis auf die grüne Spur. Die ist, oder? Ne, die habe ich jetzt unten eingestellt, dass unten das auch so ist. Ah ja, okay, perfekt. Ja, jetzt haben wir volle Fließbänder. Oder fast volle Fließbänder. Boah, ich gerade die Zahnräder auch hier. Noch sind Zahnräder da. Achso, ja, Fließband ist zu neu. Ja, klar, ist. So, aber dann schalte ich nochmal an, in der Hoffnung, dass er mir jetzt auch mal die Stahlzahnräder bringt. Und aktiviere. Wir brauchen auch das Schmiermittel. Ne? Energie! Ja, ich weiß nicht, wer kümmert sich um das Schmiermittel? Hab's. Also, den Bahnhof meine ich. So, wo fahrt ihr denn hin? Du fährst zu Eisenzahnrad, du fährst zu Schmelze-Eisenplatten und du fährst zu Stahlzahnrad. Sehr schön, er schickt jeweils einen Zug. Das finde ich gut, dass das LTN das kapiert und jeweils zu einem Rohstoff einen Zug schickt. Sehr cool. Okay. Da ist nach wie vor LTN Best Mod ever. Ja, und definitiv. Ich habe jetzt gerade mal dafür gesorgt, dass hier die Schienenverbindung Strom hat. Das ist, also, Schnapsi, ich bin stolz auf dich. Weil keine Signale gesetzt, aber Strom. Ja, man muss klein anfangen, ne? Man, ich weiß. Nicht gleich übertreiben. Und mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja. Nicht, dass du dann alles kaputt machst oder so. Ja, mühsam ernährt sich das Eichgetier.
Eicheltier? Eichgetier. Ah, Eicheltier? Ich sagte Eichgetier. Nee, jetzt haben wir das Eicheltier gerade im Schritt hier. Oh Mann. es tut so weh. Wird halt auch nicht besser, ne? So, graden wir doch mal die da ab. Und die da, dann geht das ein bisschen flotter hier. Wo wieder flotters werden. Naja, das war klar, dass das wieder kommt. Hallo? Und? Danke. Ja, ich hab's gedacht, Schnaps hat's ausgesprochen. Ja. Hallo, wo geht die jetzt hin? Achso, die. Ja, komm, ich habe ja eben. Erstmal was setzen. Ja, ich habe ja eh noch ein paar im Inventar. Dann kann ich die auch hier gleich hier lassen. Wenn ihr eh massenhaft welche produziert. Dann hole ich mir jetzt mal so ein Ladegerät. Und dann fixe ich mal deinen komischen Wattebahnhof hier oben. Ja, gerne. Ah, Ladegerät habe ich auch da, wenn du jetzt brauchst, diese Säule, ne? Ja, habe ich gerade selber eine gesetzt. Ich habe noch in meinem Bauzug welche. Okay. Okay, also ich glaube, die brauche ich alle hier nicht. Wir brauchen ja nur hier ein Kettensignal. So, hier brauche. Was ist das hier? Das ist ein normales Signal, das passt. Das sind die Kettensignale, passt auch. So. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Zack, zack. Passt da nicht. Ah, Autosave. Puh. Oh, okay, passt. So, Züge wattenartig. Da müsste jetzt Stahl, glaube ich, gerade rumfließen. Ja. Ah, bei Stahl hast du. Hast du die Filter jetzt ausgemacht? Ja, ich hab's wieder ausgemacht. Das macht keinen Sinn, doppelt zu federn. Das mache ich hier oben. Da gehen auch direkt da. Ja, vor allem geht es ja instant raus, ne? Guck, zack, Zug fährt weg und Warenhaus ist leer. Das ist doch. Ja, ist auch deutlich. Schneller dann auch. Oh, hier kann man schon fast grün legen, ne? Ja. Was? Warte mal, ich hab mal gucken, ob ich da noch was Reserve hab. Ich hab auf jeden Fall. Okay. Nee. Es ist nicht viel. Nein, die wollte ich doch da verwenden, ihr Schweine! Oh, tschüss. Skip. Immerhin, es hat noch gereicht für eine Spur. Für eine Spur hat es gereicht. So. Vielleicht solltest du die zwei hier unten auch noch mit dem grünen Kabel oben verbinden, ne? Dass die mitzählen, weil du hast ja hier das Problem, sobald eine neue Ressource reinkommt, wird ja immer die Ressource oben ausgegeben, die gerade frisch reinkommt, wie man ja an den Eisenplatten jetzt gerade feststellt. Jetzt kommen die Zahnräder nämlich nicht mehr durch. Ich habe verbunden. Ja. Ja gut, Zahnräder stauen sich jetzt eh, weil kein Verbrauch ist, leider. Und die gehen dann da rein. So, da kommen jetzt die normalen Zahnräder. Theoretisch müssten schon wieder neue Züge unterwegs sein. Ja, das sieht übrigens ziemlich cool aus, wie dieses Band da angeschwappt kommt. Ich versuche mal noch ein paar grüne Sachen zu machen. Die brauchen die Grüne. Okay, warte. Dann. War gerade mal hier ein Batzen raus und schmeißen das da rein. So. Und dann nehmen wir 80 Stück. Das ist ja nett. Mal ein Stack da rein.
Ja, wenn jetzt hier Smearmittel ankommt, dann geht blau los. Jawohl. So. Gucken. Boah, ich schaff's immer noch nicht, mehr rauszuziehen, wie reinkommt. Schade. Ja, jetzt habe ich genug. So, jetzt müsste es reichen, oder? Boah, reicht immer nicht. Die roten, obwohl hier unten nur rote sind, ne? Ist es trotzdem schneller wie die oberen grünen. Krass, hätte ich nicht gedacht. Aber gut, klar, rote bringen mit 30 pro Sekunde, die da oben nur mit 60. Also die grünen sind quasi doppelt so gut wie die roten. Aber 1, 2, 3, 4, 5, 6 gegen 1, 2, 3, 6, 12. Nee, eigentlich müsste es 1 zu 1 sein. Interessant, dass es trotzdem schneller geht. Eigentlich komisch. Das stimmt dann, das stimmt, oder? Das stimmt, oder habe ich da unten mich verzählt? Nee, das 6 und 12. Die sind minimal schneller, die roten, wenn blaue Fließbänder dran sind. Warum auch immer. Das muss schon mal auffallen. Ah, okay. Was? Ja gut, zumal ich ja eh dann hier noch die blauen ransetzen, dann ist es jetzt, hat sich jetzt eh erledigt. Ja. Müsstest du halt lila schon setzen. Ja. Haben wir noch gar nicht geforscht. Kommt der nächste Schwall Eisenplatten? Und mal zu Schnapsi rüber. Schnapsi, kann ich dir helfen, was Schmiermittel angeht? Ja, kannst einen Bahnhof bauen. Ah, alles klar, ich komm rüber. Ich bin mal bei der Filtergeschichte hierbei. Kein passt, oder? Brauchst mich gerade nicht. Nö, passt schon. Okay, dann fahr ich doch rüber zu den nächsten Kandidaten. Weil hier ein Schmiermittel ist, kann ich ja auch fortfahren für die Grünen dann in dem Tat. Ja, was brauchen denn die Grünen nochmal? Ah, du machst jetzt nur Fließbänder, ne? Das sind jetzt erstmal nur Fließbänder. Ja, bevor du die grüne Reihe aufbaust, würde ich eher sagen, mach mal noch den Rest bis blau. Also, gerade Belader und Teiler und so ein Kram. Das wäre wichtiger. Und dann kann ich meine ganzen provisorischen Anlagen da wegreißen. Ja. Geh mal da ran für den Schmirbelbahnhof. Da kannst du einen Abzweig machen. Dahin, okay. Fahr ich da mal hin, alles klar. Der Zug war auch mal schneller gefühlt. Au. Ich habe jetzt hier aufzubauen. Ah, nix dran an der Leitung. Die habe ich noch komplett vernachlässigt, die Bahn. So, gerade mal überlegen, wo habe ich denn einen Bahnhof, den ich mal eben kurz kopieren kann, weil ich ein fauler Doskias bin. Hast du denn irgendwo Züge oder irgendwas? Weil der Mutz ja immer noch. So, ja, sorry. Ich habe eine Provisorium. Wenn wir Glück haben, ist das gefüllt. Also hier hat es leider nur 6 Züge, aber 133 Waggons. Es mangelt hier meistens immer an Elektromotoren, aber aktuell mangelt es nicht an Elektromotoren. Warte, was fehlt denn denen? Stahlplatten würde ich mal behaupten. Ja, das würde ich nicht nur behaupten, das würde ich sogar unterschreiben. Aber das soll ja nicht das Thema sein, da haben wir ja ein paar. Ja, ich habe es für meine Filteranlage in 3-Komponenten-Bahnhof hier gebaut. Also 3-Komponenten-Anlieferung. Ja. So, kopieren wir doch gerade mal das da hier. Da. Ich habe noch 30. Cool. Das blöde Schnapsi ist halt, also das wird ja kein provisorischer Bahnhof, oder? Nee, da kannst du einen Abzweig machen an der Ecke. Ja, aber dann, ich habe halt null Möglichkeiten, hier irgendwie einen Wartebereich einzubinden. Also da kann immer nur ein Zug rein, maximal. Ach so, das meinst du gerade. Also ja gut, ich kann noch ein bisschen runtergehen. Nur zwei Züge müssen aber passen. Warte, ich pack den ganz nach da unten. Außerdem, du weißt doch, Schnapsi mag keine Wartebahnhöfe. Ja. Ach, Mist. Ups, den wollte ich nicht wegreißen. Der ist so cool. So, nochmal drehen. Den setzen wir dahin. Mal gucken. War das so?
Was haben wir hier? Das ist ein normales Signal. Dann reißen wir das ab und packen das mal da hin. So, ach Gott, hier ist ja noch gar kein Strom. Oh, je, 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 je. Ich sag grad, das Gleis ist komplett vernachlässigt. Das habe ich auch noch nicht komplett verbunden. Also, sonst würden die ganzen Züge, die jetzt draufstehen. Mhm. Das war ein Loch drin. Absichtlich. Das absichtlich hätte ich an deiner Stelle jetzt auch noch hinterher geworfen. Das war wirklich absichtlich. War mal verbunden, aber ständig standen die Züge. Das ist ja komisch. Verstehe ich gar nicht. Konnte. Hast du noch solche Tanks, riesige? Lass mich kurz kicken. 3. Ja, die wären super. Den können wir hier reinschmeißen. Was ist denn das? Du nutzt... Sehe ich das jetzt? Ja, ich habe deinen Schwefelbahnhof kopiert und sehe, dass du in deinen Kombinatoren für Vergleicher Smileys verwendest. Ja, warum nicht? Geil. Man muss sich auch mal über Flüssigkeiten freuen können. Oh Mann. Bei Salzsäure kriegst du das Heulen oder wie? Nee, es ist also, wo die Smileys drin verarbeitet sind. Oh Mann, wie gut, ey. Die lösen sich vor Freude auf. So, aber ich sehe, Zeit ist rum. In dem Sinne, wir machen hier kurz einen kleinen Cut und wie es hier weitergeht, das werden wir in wenigen Augenblicken sehen. Dankeschön fürs dabei sein und bis gleich. Ciao. Ciao.